Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Tolova 2 mit Sparta. Ja. Wo sind wir hier? Also, das haben wir gerade gewonnen. Stimmt, den haben. Ah, ja, ich erinnere mich. Der fand er uns ja ganz cool. Aber ich habe mit Seleukidenkrieg angefangen und jetzt findet er uns nicht mehr cool. Stimmt. So. Wir haben aber schon alles gemacht, ne? Also alles gebaut, alles bewegt. Fast alles. Was sind die denn? Geht die einmal in die Runde, oder? Rom ist hier unten. Das ist ja geil. Rom hat Karthago platt gemacht. Aha. Rom sollte mal lieber hier in zu Hause aufpassen, ne? Syrakus ist extrem groß. So, und du? Wo bist du? Ah, ja, genau. Ich wollte schauen, wie es hier drüben aussieht. So, okay. Dann schauen wir mal. Das war die richtige Entscheidung. War gegen Sparta. Nö. Halt zurück! Vorräte werden gesammelt. Scheiße. Scheiße, ich hätte Gewaltmarsch machen müssen und ganz zurück. Nein! Okay. Ich habe 0,000% Chance. Das Problem sind die Pikeniere. Zum Glück haben wir noch ein bisschen Kavallerie. Da können wir die in den Rücken chargen. Aber er hat halt auch kappadonische und Plänkler-Kavallerie. Ja, die sind einfach instant dead. Shoot. Die Unbesiegbaren werden besiegt. Naja. Das ist jetzt auch nicht so ein krasser Hügel, dass man daraus irgendwie einen Vorteil schaffen könnte. Also einen minimalen Vorteil ist hier vorne schon. Ich werde auch hier vorgehen. Ich werde auf jeden Fall auch mein General vortun. So, dass er versucht, hier zu kämpfen, beziehungsweise hier zu fokussieren. Ich habe aus verlässlicher Quelle erfahren, dass man nur selten die Gesichter von Dein Säuberer! Doppelte Geschwindigkeit! Bereit zum Einsatz! Kavallerie, doppelte Geschwindigkeit! Ich erwarte eure Befehle! Ja. Alexander heißt er, okay. Alles klar. Der stellt sich mal so breit auf. Die Speerkämpfer erwarten eure Befehle. Doppelte Geschwindigkeit. Mir da. Bereit. Schnelles Marschieren. Sparta. Doppelte Geschwindigkeit. Eure Befehle? Ich erwarte eure Befehle. Ich stelle mich ja mal so ein bisschen im Halbkreis auf. Die Pikeniere sind halt, ja, etwas behindert. Eure Befehle, hochfliegen!
Banditen vor uns! Wehrkämpfer bereit! Sparta! Viele! Bereit! Ja, Kommandant! Bereit zum Einsatz! Ja, Kommandant! Zu Befehl! Feuer! Kommandant! Auf Sie! Alarm! Bürgerkavallerie! Kommen! Wir erwarten eure... Unser General wird angegriffen! Du Befehl! Da kommt Kavallerie bereit! Oh, boah, das war geil. Das war richtig, richtig clever. Das war richtig clever. Nice. Ist das cool. Oh, ich hab noch da gar nicht geschaut. Ja, der kann da natürlich auch nichts machen. Ja, die Turios-Sperre sind extrem stark. Die sind extrem stark. Weil die sau viel Fernkampfschaden haben. Unser General ist gefallen. Ja. Fernkampf. Weil die richtig gute Rüstungsdurchdringungswerte haben. Ich meine. Hier, das sind spartanische Hopliten. Die haben sau viel Rüstung. Das ist ein schändlicher Angriff. Hier Rüstung. Und die ist richtig gute Rüstung. Aber die picken das einfach auf. Hat man auch beim General gemerkt, bevor die ersten rangekommen sind, haben die. Die haben, glaube ich, über die Hälfte verloren oder so. Wegen diesen blöden Speeren. Naja, okay. Das heißt, unsere Armee. Ist unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Angriff. Ist aufgerieben worden. Ja. Nee, aber da hätte ich auch nichts machen können. Ja, die Speere sind halt richtig krass. Oh, wow. Echt? Der hat überlebt. Das Problem ist, dass die automatisch mitgekommen sind. Das heißt, jetzt kann er easy die da... Okay, macht er nicht. Alter, wie weit kann der denn gehen? Voll übertrieben. Alter. Ja, okay, aber KI cheated. Das war in dem Sinn cheaten. Ja, jetzt kommt der und kann das einfach einnehmen. Das kann er jetzt auch einfach einnehmen. Das ist halt echt nervig. Also, ich hätte den einen, wäre ich nicht zur Hilfe gekommen. Aber ich konnte das nicht, abschlagen hier. Vor uns niederkauern wie eingesperrte Hunde. So. Jetzt muss ich irgendwie schauen, dass ich Nicomedia verteidige. Dafür. Ja shoot. Entschuldigung. Ja, ja. Entschuldigung. Ich meine, Hatschü. Bürgerkavallerie. Spartanische Pikiniere.
Den werde ich dann auf jeden Fall austauschen, sobald ich ja, Bürgerkavallerie ist so schlecht. Sobald ich wieder einen General von meiner Familie habe. Was habe ich gezeigt? Mache ich mit denen? Mit denen gehe ich hoch, oder was? Nee, das war Makedonien. Eigentlich sollte ich mit denen auch hier hin. Weil hier brauche ich, glaube ich, schon 3 Armeen. Hier gehe ich mal hier hin. So. Hier. Ups. So, das da. Alter. Hier ist ja überall Poseidon unterwegs. Ja, ist halt, macht halt der 6 Nahrung jeweils. Das ist ganz gut. Aber das werde ich auch bald ändern. Sobald ich halt wieder Kohle habe. Alter. Ja, der Fehler, dass ich... ja, jetzt kommt der auch noch. Oh Mann. Ja. Der hat 4 Pikeniere. Ja, das ist... Nee. GG. Der Fehler, dass ich da vorne mit der Armee, mit den Unbesiegbaren, relativ nah an der Grenze gekommen bin. Athene gibt uns Weisheit und Acht. Nö. Alter, du willst jetzt wirklich mit mir Frieden schließen? Du hast meine Armee vernichtet. So. Ich wollte noch von erklären, warum das von ihm, von dem Pontos gecheatet war. Und zwar, sobald man mit der Armee angreift, das kostet auch ziemlich viel. Sabotiert, das ist egal. Umsturz. Eine Siedlung, ja, das ist egal. Also Garnison überfallen ist eigentlich immer egal. Genau, der kam von wahrscheinlich hier oder hier. Weil ich habe ja hier mit meiner Armee gestanden, habe gesehen, dass da nur eine angeknackste Armee war. Und bin dann zurückgegangen. Und genau, hierhin oder so. Und an sich, da hätte ich Gewaltmarschen machen müssen und ganz zurück. Aber ich habe nur die angeknackste gesehen. Und da kam halt die Full-Stack-Armee. Und das er dann nochmal hier hin. Nee, genau. Er ist ja hier. Also das ist völlig in Ordnung. Dann bin ich geflohen, dann ist er hinterher. Das ist auch völlig egal. Und dann ist er nochmal hier hin und hat meine Armee vernichtet. Und dann ist er halt den ganzen Weg nochmal zurück. Ja, nee, ist klar. So, jetzt ist die Frage, hole ich mir das Eisen zurück oder nicht? Ich glaube, ja. Das können wir auch automatisch machen. Tschüss. Und zwar, warum ich das jetzt gemacht habe, ist, weil hier meine Hauptarmee kommt und die kann mit Pergamon aufräumen. Das ist überhaupt kein Problem. Hier weiß ich nicht, ob ich Rom oder Syrakus angreifen soll. Ich schau mal kurz, ob ich noch Spione habe. Ah, die da habe ich noch. Verwundung auf... Das ist gut. Dann scoute ich hier ein bisschen und dann gehe ich zurück. Dann gehe ich in die Armee rein, weil der hat niemand.
Der arme Knausi hat niemand. Der hat einen. Der hat niemand, okay. Hatte. So, dann werde ich hier auch einen Streiter machen. Das ist auf jeden Fall gut. Mein Bauch ist gerade echt lustig. Der macht die ganze Zeit miau. So eine Katzengeräusche hier. Keine Ahnung warum. So. Ah, wahrscheinlich, weil ich mal was Gesundes gegessen habe. So. Okay, dann switche ich nochmal. Warte mal. Mazaka und die beiden haben beide das da. Das ist ein Schmarrn. Das ist ein Schmarrn. Das mache ich auch weg. Ich schau mal kurz. Dann bekommt ihr mal einen neuen Mann. Treuer Ehemann. Was ist das? Überlegene Ehefrau. Ja, das ist in Ordnung. Treuer Ehemann ist immer gut. Aktor. Der ist ja schon 64. Mit dem muss ich dann. Alter, der hat. 200 Gravitas. Okay. Das ist mal ein super krasser Knilch. Ja, Moral für die Einheiten ist immer gut. Dann habe ich jetzt Moral für, keine Ahnung, sehr viel. So, 64. Dann hätte ich mit dem wirklich hier nach Pergamon gehen sollen, damit der nochmal eine gute, große Schlacht hat. So, wie alt ist der denn? Der ist 24, oh! Ein ziemlich junger. Geheimaktion, das wird unser Hinterhaltstypi, was ziemlich untypisch für Sparta gewesen ist. Ja, das ist ja egal. Genau. Ach, das ist nur ein Mann. Aha. Jetzt bekommt der seine Schlacht. Das ist gut. Alter, willst du mich verarschen? Wollt. Sag mal, geht's noch? Sag mal. Geht's noch? Ha. Diese Spione immer. Naja. Bestechungsversuch gescheitert. Militär und Gegner. Ah, okay. Das ist gut. Weil normalerweise lösen sie einen dann komplett auf, was einfach nur scheiße ist. Wir hungern nach einer Schlacht. Rück vor. Marsch. So.
dann würde ich sagen. Hallo. Niederkauern wie eingesperrte Hunde. Das werden wir, glaube ich, erst nächste Runde machen, weil das wird eine ziemlich große Schlacht, glaube ich. Könnte ich mir vorstellen. So, was macht ihr denn? Schau mal jetzt mal, was in Neapolis und Rom ist. Okay, Neapolis. Okay. Der ist sowas von tot. Okay. Gut, dann würde ich sagen, war es das für heute auch schon. Es sind nur 20 Minuten. Aber bevor wir jetzt die große Schlacht hier anfangen, würde ich sagen, machen wir die komplette Schlacht nächste Runde. Und ja, schauen, was wir dann machen. Also ich glaube dann nach dieser Schlacht und dieser Schlacht ist hier Asien, glaube ich, relativ frei. Also Sardes könnte in Rhodos nochmal eine gute Armee aufstellen. Bis ich Sardes habe, wird auch ein bisschen vergehen. Aber ja, ich könnte mir jetzt auch eine Flotte aufstellen. Eine große Flotte. Hab ja jetzt ein bisschen Geld. Naja, mal schauen. Gut. Ich mach mal Runde beenden. Und dann, weil dann müssen wir das nicht. Der schon wieder. Der ist ja jetzt echt langweilig. Der hat zwei Elefanten. Der ist echt nervig. Aber hey, das ist Foreshadowing for, für Jakes und meine Kampagne. Da ist ja auch Sparta gegen Seleukiden. Der ruckt aus. Gut, dann ist das so. Und ja, wir machen das die nächste Folge. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und habt noch einen tollen Tag. Bis dann. Bye bye.